Einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, das mit dem Wind geht klar. Hier spricht wieder euer Random Life. Und heute besuchen wir einen ehemalig deutschen Friedhof. Und das Spannende ist, dass es hier einen Bunker, einen unterirdischen Bunker gibt. Und hier sehen wir schon eine Beobachtungskuppel aus Stahl. Und hier konnte man das gesamte Gelände hier beobachten. Und du hast schon was gefunden? Die zweite Kuppel. Die zweite Kuppel. Da vorne ist schon die zweite Kuppel. Also es gibt verschiedene Kuppeln. Es gibt Beobachtungskuppeln. Das ist eine sogenannte GFM-Kuppel. Da konnten auch Maschinengewehre installiert werden. Es gab auch welche, wo Mörser rausgeschossen haben, wo Periskope installiert werden konnten. Also es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Kuppeln, ganz viele verschiedene Bauformen. Von den verschiedenen Nationen, die Deutschen hatten Kuppeln, die Franzosen in der Maginot-Linie hatten Kuppeln. Und diese Kuppel hier in Kroatien, die schauen wir uns jetzt gemeinsam an. So, ich könnte mir vorstellen, dass die für die Nahverteidigung war. Man hat hier so ein Schussfeld, man konnte das Maschinengewehr, und genau hier ist der Flansch für das Maschinengewehr, da seht ihr das, konnte man so zur Seite neigen, dass man mit diesen Kuppeln fast das gesamte Schussfeld abdecken konnte. Man konnte sich auch flankieren, also gegenseitig Schutz geben. Theoretisch könnte man auch hier rein, aber ich weiß, es gibt einen einfacheren Eingang. Und den suchen wir jetzt, oder? Ja. So, hier nochmal der Blick über die wunderschöne Ebene. Und dann gehen wir jetzt mal auf den Friedhof und suchen den Eingang. So, Emily sagte, das sind Bunker, aber das sieht mir aus wie ein Grab. Ja, sind das sind Gräber, ne? Aber wie ihr seht, noch nicht in Benutzung. Furchtbar ja, furchtbar sehen die aus, aber die sind ja auch noch nicht verkleidet, ne? Okay. Taschenlampe? So, Leute, ich bin jetzt in der Kampfglocke drin, in der Beobachtungsglocke. Das war das Schussfeld, genauso wie hier. Und da ist der Gegner. Über uns sind überall Würmer. Und komischer, modernder Geruch kommt daraus. Also der Bunker ist direkt unter dem Friedhof. Den hat man sicherlich strategisch entweder günstig gewählt damals. Und noch 10 cm. Und da ist er. Perfekt. Also hier war schon lange keiner mehr drin. Das ist doch schön. Brauchst du Hilfe? Bei der Leiter nicht. Okay. So, Leute. Also. Ich bin mal gespannt, ob wir gleich im Spielclub rauskommen. Soll ich auf dich warten? Nee, geh ruhig. Alles klar. Sehr stark vermüllt. Salamander. Das ist die Gasschleuse, die ehemalige. Die Bunkertüren. Auch hier schönes Tier. Auf jeden Fall ein bisschen gespenstisch. Und Wasserablauf. Hier waren damals die Beleuchtungen drin. Hier konnte man zur Seite gehen, wenn die mit Munition nachgekommen sind. Geht ganz schön tief runter. So, mal gucken, ob Emily kommt. Alles gut? Ja. Gut. Ach, es wird immer wärmer. Hier geht's um die Ecke. Belüftung. Hier ist noch ein alter Originalfall.
Wir waren Holzverschlag vor. Wir befinden uns jetzt in der Lobby. Da steht Lobby. Heftig, Leute. Wir befinden uns jetzt direkt unter dem Friedhof. Schon ein mulmiges Gefühl. Alrico Vero. Alrico Vero. Aira Tore. Aira Tore. Auch hier eine 34. Ossiti, wahrscheinlich Ausgang. Das kann man nicht mehr lesen. Oh mein Gott, das ist ja riesig. Das Ding ist ja riesig. Das geht da hinten richtig weit rein. Boah. Ein altes Bett. Bei Sitzgelegenheiten und natürlich auch die Möglichkeit, irgendwas abzustellen. Puh. Und die Wände sind weiß gestrichen, damit man möglichst wenig Licht benötigt. Hier ist sogar die Bunkertür noch da. Schaut mal hier. Oh, es geht noch weiter. Also, hat auch ein bisschen Beschuss ausgehalten. Hier hat jemand seine Zeitungen abgelegt, damit er den nicht austragen muss. Hier liegen ganz viele Grabkerzen. Ah, das ist der Eingang zum Friedhof, Leute. Den hat man einfach mit Müll und Zeitungen zugeschüttet. Hier steht irgendwas. Also es ist ein Notausgang. Nummer 321. Wir sind mitten im Nirgendwo und hier ist einfach ein riesiger Bunker. Und ich könnte euch nicht mal sagen, von welcher Armee der damals gebaut wurde und warum der unter einem Friedhof ist. Auch hier zugemüllt. Hier geht es so leicht bergauf. Hier hat man ihn geschlossen. Komplett. Da geht es nicht weiter. Es riecht nach Pisse. Das ist also der Geruch. Boah. Abgelegt. Also laut meinen Informanten hier aus Kroatien soll ein Eingang direkt auf den Friedhof sein. Das wollten wir aus zwei Dingen nicht machen. Einmal aus Pietätsgründen und das zweite ist natürlich ja eigentlich aus Pietätsgründen. Das macht man einfach nicht. So, hier hätte man noch eine Scharte gehabt zum Verteidigen. Also wir sind hier auch ganz oben auf einem Berg. Strategisch natürlich sehr günstig für den Verteidiger, für den Angreifer sehr schwer einzunehmen. Deswegen hat man auch immer, wenn man Verteidigungsstellung gebaut hat,
die Vegetation und die geografischen Gegebenheiten dann auch mit eingeplant. Prost. Ah, da. Ich höre das Flugzeug über uns. Ich glaube, das ist der Eingang, den er meinte. Und da ist ein Stahlweg drauf. Ja, da stellen wir gerade vor. Da ist heute kein Eingang mehr. Man hat die Stangen so umgebogen, dass man da nicht mehr reinkommt. Aber wir hätten ihn dann gefunden, oder Emily hat ihn gefunden. So, ich bin am Schützen jetzt. Hallo. Hallo. Riesig. Ne? Es gibt eine goldene Regel. Welche denn? Immer rechts lang. Ah ja. Immer rechts lang. Bitte? Ja, ganz viele. Und ich habe die Metallplatte gefunden. Die Metallplatte habe ich gefunden. Ja, die Metallplatte habe ich auch gefunden. Kannst du nicht, weil du noch gar nicht da warst. Ich bin gerade zu. Ah ja, und dann rechts, ne? Genau. Oh, dann haben wir uns gerade verpasst. Haben wir uns. So groß ist das Bauwerk. Da ist Licht. Da ist Licht. Müsste leise sein. Aber wahrscheinlich ist es ein Beobachter. Die kriegt man vielleicht noch auf. Aber durch den Beobachter zu gehen oder durch den Panzerturm ist es auf jeden Fall einfacher. Und man ist nicht auf dem Friedhof. Alles immer mit einer Panzertür verschlossen. Oh, Latrina. Toiletten. Oh, man hat hier mit Eimern gearbeitet. Auch hier lohnt sich immer der Blick auf den Boden, Leute. Was haben wir denn hier? Dormitorio. Bitte? Ja, korrekt. Und ich glaube, die ist sogar auf, die rechte. Serbato. Bitte? Hast du probiert, dass die aufgeht? Nein, nein, ich möchte niemanden stören da oben. Und wir gehen auch nicht über den Friedhof raus. Wir gehen wieder den gleichen Weg. Okay. Alla Postazione. N1. Boah, das ist wirklich ein gigantisches Bauwerk. In meiner Tasche, weil ich mittlerweile immer drei GoPro-Akkus habe. Ich nehme jetzt den 4K für euch auf oder für uns und damit hält der GoPro-Akku natürlich nicht so lange zugeschüttet. Nichts ist schlimmer, als wenn der Akku zu Neige geht. Dann nehme ich zwar noch mit dem Handy auf, aber es ist halt sehr umständlich, dann die Sachen vom Handy mit der GoPro zu kombinieren. Ich muss sie jetzt runterziehen, aber das ist mein Problem. Nicht euer, ihr sollt einfach nur die Videos genießen. Uscita. Uscita. Entweder Ausgang oder Küche. Was meint ihr? Thank you.
riesengroß. Es ist einfach riesengroß. Und hier war auch ein Ausgang, den hat man zubetoniert. Opera Fratelli. Also hier wäre es theoretisch noch weitergegangen. Hier hat man ein Rohr verlegt. Könnte man auch geschossen haben, ich weiß es nicht. Oh, schaut euch mal an. Also hier wird entweder ein Ausgang gewesen sein oder ein oberirdisches Bauwerk. Eins von beiden. Und hier hat jemand Langeweile gehabt und das Polster von dem Bett klein gemacht. Boah, das war die Gasschleuse. Also könnte gut möglich sein, dass da oben ein Scombro Barella, ein oberirdisches Gebäude war. Da waren wir ja schon. Ah, Serrabat Aqua. Hier war die Wasserspeicher. Ich frage mich immer, wie Sonnenliegen in die Bunker kommen. Das ist ja nicht einmal, sondern das passiert häufiger. So, das ist, glaube ich, unser Ausgang. Genau, das ist unser Ausgang. So, jetzt habe ich einen kurzen Moment gedacht, shit, wir haben uns verlaufen. Latrine haben wir schon gesehen. Und somit, glaube ich, haben wir das gesamte Bauwerk gesehen. Emily? Also. Dom, Bri, Tetra. Ich kann es leider nicht lesen. Auch hier wieder Wasser. Speicher. Und genau, wir haben alles gesehen. Jetzt müssen wir noch die Emily finden. Wahrscheinlich, so wie ich sie kenne, ist sie schon am Ausgang. Ich werde da mal nachschauen. Und ich hoffe, das Video der Bunker hat euch bis hierhin schon mal gefallen. Für uns auf jeden Fall mega spannend. Weil das ist auch ein Ding, was in Deutschland bisher noch nicht gezeigt wurde. Und ja, mir ist wichtig, dass wir euch Bauwerke zeigen, die sonst selten jemand zeigt und dann auch Seltenheitswert für euch, für uns haben. Und von daher hoffe ich, dass es euch ein wenig gefallen hat. Und wir werden jetzt noch rausgehen. Ich werde noch die Emily suchen und dann melde ich mich von draußen nochmal wieder. Leute, ich konnte meinen Augenlader nicht trauen. Was habe ich denn hier gefunden? Leute, NATO-Munition, 7,62 mm. Ist nicht euer Ernst? Diesmal kein Clickbait von mir, Leute, sondern echte Munition in einen Bunker gefunden. Ich glaube es nicht. Ich muss gleich mal gucken, dass ich da keine Fingerabdrücke hinterlasse. Nicht, dass das irgendwie, ne, die wird schon. Leute, da ist sogar, die sind scharf. Ist nicht euer Ernst. Und ich werde jetzt ein bisschen, das ist echt krass. Ich muss gleich auf jeden Fall meine Fingerabdrücke wegmachen. Also sowas nimmt man auch nicht mit. Ich muss das auf jeden Fall Emily zeigen. Die sind hier einfach entsorgt worden. Alles voll. Es ist hier wirklich alles voll. Kometa 7,9 Meter. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. So, mal gucken, was sie dazu sagt. Mal gucken, was sie dazu sagt.
Komm mal her. Guck mal da auf dem Boden. Wo hast du die denn her? Die liegen da. Die lagen da eben schon? Ist doch wie doof. Ja, die lagen nicht so offen, sondern die lagen hier in dieser Verpackung. Ja, dann packst du wieder zurück in die Verpackung, nimm sie mit. Sie sind scharf. Die sind doch nicht abgefeuert. Und? Die explodieren doch jetzt nicht. Aber du kannst doch keine scharfe Munition mitnehmen, Emily. Okay. Aber da gehst du in den Knast für. Das ist NATO-Munition. Fass mal an. Ich will das nicht anfassen. Du bist ja geil. Ich hatte die schon eingepackt, weil ich dachte, die sind Deko. So, meine Freunde, wir haben jetzt hin und her überlegt, ob wir die Polizei rufen sollen oder nicht. Wir haben sie jetzt gerufen. Jetzt warten wir noch, bis die kommen und was auch immer dann mit der Munition machen. Wir zeigen denen noch, wo die ist. Und dann geht es auch weiter. Schaut mal, es ist gar nicht so warm, obwohl 21 Grad, aber es ist am Regnen und ich schwitze trotzdem, weil doch ganz schön anstrengend war, gerade aus dem Ding rauszukommen. Also von daher, ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß in dem Video. Thank you.